Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video möchte ich schon so lange machen. Aber ich musste mir erst selber in meinem Kopf klar werden und einige Dinge für mich selbst rausfinden, um das jetzt mit euch teilen zu können. Und zwar geht es um Sex in langjährigen Beziehungen, um wenig Sex, um Unlust, um Sex ganz im Allgemeinen. Weil bei uns kam dann natürlich auch mit den Jahren Unlust auf. Es schien irgendwie normal zu sein, dass man weniger Sex hat. Und egal, mit wem man gesprochen hat, es wurde so oft erzählt, dass man, ne, umso länger die Beziehung dauert, umso uninteressanter wurde der Sex, umso weniger bedeutsamer wurde der Sex. Und es wurde quasi als normal dargestellt, dass in langjährigen Beziehungen es völlig natürlich ist, dass Unlust aufkommt und dass man weniger Sex hat. Und damit wollte ich mich aber nicht zufrieden geben. Ich stelle ja sowieso immer so dieses, was andere Leute sagen, was normal und richtig ist, sowieso prinzipiell in Frage. Und für mich ist das einfach nicht, nö, ich möchte es einfach nicht hinnehmen. Ich möchte nicht hinnehmen, dass das einfach normal ist, dass das so passiert. Nö, will ich nicht. Und deswegen habe ich angefangen, mich darüber zu belesen. Und ich habe Sex für mich neu definiert. Und das möchte ich heute gerne mit euch teilen. Und die zwei Bücher, die ich dazu gelesen habe, sind diese hier, unter anderem. Die sind beide von Barry Long. Das hier ist Sexuelle Liebe auf göttliche Weise. Und das ist das zweite, Deine Liebe leben über Liebe, Sex und Beziehungen. Verlinke ich euch beide mal unten in der Infobox. Es ist schon sehr spirituell angehaucht, aber ich hatte so viele Aha-Momente beim Lesen dieser Bücher. Und ja, nicht alles, was ich hier sagen werde, werdet ihr nachvollziehen können, werdet ihr meine Meinung teilen können. Aber ich möchte meine Meinung mit euch teilen. Ich möchte niemandem was aufstülpen. Reden wir mal über Sex. Ursprünglich, wirklich ursprünglich, war Sex der Ausdruck zur Liebe zur Frau. Natürlich auch Fortpflanzung, aber darüber hinaus war Sex ein Ausdruck zur Liebe zur Frau. Heute ist Sex die Befriedigung sexueller Bedürfnisse. Vorrangig beim Mann. Ich möchte hier nie keine Seiten einnehmen, aber es ist schon vorrangig dazu da, die Bedürfnisse, sexuellen Bedürfnisse des Mannes zu befriedigen. Aber das bedeutet auch, dass man dem Orgasmus hinterherjagt. Aber Sex sollte kein Ziel haben, sondern es sollte um seiner selbst willen gemacht werden. Nämlich, weil ich beim Sex eine sehr intensive Bindung zu meinem Partner habe. Deswegen sollte Sex vollzogen werden und nicht, weil ich ein Ziel habe, weil ich einen Orgasmus haben möchte. Und ein Orgasmus sollte auch nicht zwingend nötig sein. Also es ist ja immer so dieses, ja, Männer haben immer einen Orgasmus und Frauen ja nicht. Oh, mehr Orgasmen für Frauen, wir starten eine neue Initiative, mehr Orgasmen für Frauen. Ja, aber der Orgasmus, klar, das ist ein ganz toller Nebeneffekt, aber er ist nicht das Ziel. Wir sollten keinen Sex haben, um einen Orgasmus zu haben, sondern wir sollten Sex haben, weil wir gerne intim mit unserem Partner sein wollen, weil wir den lieben, weil wir gerne Zärtlichkeiten mit dem austauschen. Und Liebe bedeutet für mich, sich aus Liebe heraus berühren zu wollen. Nicht um einen Orgasmus zu haben. Und dabei sollte man halt mit seiner vollen Aufmerksamkeit sein. Ne? Und das kommt dann, glaube ich, so mit den Jahren, dass man, während man Sex hat, vielleicht doch nochmal die Einkaufsliste oder die To-Do-Liste für morgen durchgeht. Aber man sollte einfach, wenn man Sex hat, Sex haben. Mit seiner vollen Aufmerksamkeit. Da sollte man auch keine Erwartungen haben. Erwartungen daran, einen Orgasmus zu haben oder wie der Sex unbedingt aussehen sollte. Der Sex sollte kein Ziel haben. Und das ist aber schwierig und das ist auch noch ein Punkt, an dem ich arbeite. Aber theoretisch ist es absolut richtig, dass keine vergangenen Erfahrungen diesen Sex heute beeinflussen sollten. Also ob der Sex beim letzten Mal vielleicht nicht so toll ist und ihr jetzt wieder erwartet, dass er auch nicht so toll ist, oder dass ihr schlechte Erfahrungen mit anderen Männern gemacht habt, sollten den Sex hier, heute, im Jetzt nicht beeinflussen. Das ist was, das bezieht sich ja nicht nur auf Sex, sondern auch auf unser alltägliches Leben. Das Heute sollte nicht so stark vom Gestern oder vom Morgen beeinflusst werden. Tut es aber natürlich zwangsläufig. Das ist etwas, woran ich auch noch arbeite, was aber für mich natürlich absolut logisch ist. Und das Liebesspiel, das genügt sich selbst, weil es ja um die Liebe geht. Und die hat ja kein Ziel. Also es geht immer wieder um diese Kernaussage, Sex macht man um der Liebe willen. Sex macht man nicht, weil man ein Ziel hat, nämlich einen Orgasmus zu bekommen. Ich rede jetzt von Sex in langjährigen Beziehungen. Ich rede jetzt nicht von One-Night-Stands und Affären. Ne? Wir reden gerade von Sex mit Liebe.
Ich habe hier so einen ganz langen Notizenzettel, damit ich so ein bisschen den Fokus behalte, sonst rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Und natürlich sind die gesamten Körperempfindungen wichtig. Nicht nur die Empfindungen vom Penis und von der Joni, sondern vom kompletten Körper. Manche haben ja so dann dieses in langjährigen Beziehungen, okay, ich weiß, was mir gefällt, ich weiß, was dem Partner gefällt, jetzt beschränke ich mich auf so drei Kernbereiche des Körpers. Dabei sind auch Ohren sehr erogene Zonen oder Füße, wem es gefällt, ne? Und da kommen dann halt wieder so Sachen ins Spiel wie manchmal halt einfach auch neue Dinge auszuprobieren, gerade in langjährigen Beziehungen. Manchmal ist man dann so, ob der Partner das mitmacht, ob der das jetzt doof findet, wir sind ja keine 16 mehr, aber wenn du Bock hast, wieder mehr Schwung in deinen Sex zu bringen, dann mach. Und wenn dein Partner nicht mitmacht, ja selber schuld, dann solltest du andere Dinge hinterfragen, unabhängig vom Sex. Und ne, weil ich sagte, die ganzen Körperempfindungen, nimm doch mal wieder eine Massagekerze und kümmert euch um den gesamten Körper beim Sex. Nicht nur auf die Kernbereiche, sondern um den gesamten Körper. Oder probiert doch mal, dass einer von euch die Augen verbunden bekommt. Man hat ganz neue Empfindungen beim Sex, also so ganz neue Dinge mal ausprobieren. Wenn das schon zu eurem Standardprogramm dazugehört, müsstet ihr vielleicht mal in eine Richtung gehen. Ich bin ja auch immer offen für Alternativgeschichten. Also Tantra will ich unbedingt mal ausprobieren, auch wenn das schon eine krasse Schiene ist, glaube ich. Will ich aber mal ausprobieren. Und wenn du halt zu dem Punkt kommst, ne, dass der Sex schlecht läuft, hinterfrag auch das Ganze. Warum läuft der Sex schlecht? Weil mein Partner abgelenkt ist, weil es ihm auf Arbeit nicht gut geht, weil unsere Beziehung vielleicht gerade schlecht läuft oder was irgendwo was anderes ist. Und wenn er nicht mit dir zusammen sein will, ohne mit dir zu schlafen, was hat es dann für einen Sinn, mit ihm zusammen zu sein? Also wieder so, ne, das Gesamtkonzept hinterfragen. Und man liebt sich ja und will beieinander sein. Das heißt, wenn ich denjenigen liebe, möchte ich auch körperlich mit ihm sein. Ohne Ziel des Orgasmuses zu haben. Aber ich will doch diese Nähe, dieses Kuscheln, dieses Berühren haben, wenn ich jemanden liebe. Und wenn man dann sagt, mein Partner hat keine Lust mehr auf mich, muss man das wirklich ernsthaft hinterfragen und darf das echt nicht hinnehmen. Also weiß, was du nicht willst und fang da halt an. Ne? Also beschäftige dich damit, was ist gerade in meinem Sexleben, was ich nicht will. Und dann geh das an, arbeite, reflektiere, woran liegt das, was kann ich an Alternative ermöglichen. Sprich mit deinem Partner, ich weiß, das ist nicht immer einfach. Viele, und da spreche ich jetzt die Männer an, fühlen sich dann auch auf den Schlips getreten irgendwie dadurch. Und ich verstehe wirklich, 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 dass es nicht einfach ist, darüber zu reden, aber es ist halt leider nötig. Wirklich nötig. So, ich weiß, dass ich auch zu diesem Thema ein paar Fragen von euch geschickt bekommen habe. Ich hatte nämlich gestern auf Instagram erzählt, dass ich dieses Thema heute abdrehen möchte. Und ich wurde gefragt, wie würdest du den Sex empfinden nach einer langjährigen Beziehung? Welche neuen Ideen, denkst du, kann eine langjährige Beziehung wieder auffrischen? Natürlich spielt sich so eine gewisse Routine ein in langjährigen Beziehungen beim Sex. Logischerweise. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Es ist doch schön, wenn du weißt, was deinem Partner gefällt und dein Partner weiß, was dir gefällt. Allerdings finde ich es immer gut, auch da frischen Wind mal reinzubringen. Also ihr schaut euch auch doch auch nicht jedes Mal vorm Fernsehen denselben Film an. Ihr guckt doch auch mal einen neuen Film. Ihr macht doch auch mal was Neues mit eurem Partner zusammen. Etwas, was ihr noch nie vorgetan habt. Ihr geht Boxen, Klettern, Bungee-Jumpen, irgendwas. Also jedenfalls bin ich so ein Mensch oder sind wir in unserer Beziehung so ein Mensch. Wir wollen neue Dinge ausprobieren. Und das beziehe ich jetzt einfach auf Sex. Und da gibt es so, so viel. Ich habe es angesprochen. Wir können ja mal bei den Kleinigkeiten anfangen, wie Massagekerzen, irgendwelche Vibratoren oder Dildos, also wirklich Sexspielzeug oder auch so einfache Dinge, eine Augenbinde, eine Feder und ab geht's. Also es muss ja nicht so extrem werden in Richtung Bondage, SM, ein Dreier haben oder Partnertausch. Also das sind für mich sehr extreme Dinge, aber wem das zusagt und seinem Partner auch, warum nicht? Ich glaube, man muss offen werden für Möglichkeiten, die es gibt zum Standardsex. Belest euch, es gibt auch YouTube-Videos dazu, also schaut euch da mal verschiedene Dinge an. Was kann man im Bett andere Dinge machen, was spricht mich jetzt an? Dann spreche ich darüber mit meinem Partner, könnt ihr dir das vorstellen? Ihr probiert es aus und merkt, okay, das ist was für mich oder das ist nichts für mich. Und unabhängig dafür, dass es natürlich euer Sexleben wieder ein bisschen belebt, belebt es auch eure Beziehung, weil ihr neue Dinge zusammen als Paar erlebt. Also ihr müsst es als etwas sehen, was ihr euch auch in eurer Beziehung weiterbringt, weil ihr als Paar, als Gemeinschaft daran arbeitet.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch neuen Input gegeben. Schreibt mir gerne eure Gedanken jetzt in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss!